der Kollege Matthäus Strebel. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, bis vor einigen Jahren endete die Berufstätigkeit für viele Menschen in Deutschland mit dem Erreichen des Renteneintrittsalters. Das hat sich geändert und hierzu möchte ich einige Zahlen nennen. Nach einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln hat sich der Anteil der Erwerbstätigen zwischen 65 und Älteren in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Während im Jahr 2000 noch 3,7% der Menschen in der genannten Altersgruppe erwerbstätig waren, lag der Anteil 2013 bereits bei 8,7% und das weiterhin bei steigender Tendenz. Die Steigerung erscheint mir logisch, die erscheint mir auch nachvollziehbar. Längere Erwerbstätigkeit wird heute meist positiv bewertet, positiver als in früheren Jahren. Sie bedeutet für den Einzelnen die Beibehaltung eines jahrzehntelangen Tagesrhythmus, Austausch, soziale Kontakte mit Kollegen, Anerkennung in der Gesellschaft. Eine niedrige Rente ist für viele Ältere eben nicht der ausschlaggebende Grund, im Rentenalter weiterzuarbeiten. Die Menschen arbeiten länger, weil sie es wollen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass nicht nur die Gründe des Einzelnen für ein längeres Arbeiten sprechen. Auch für den derzeitigen Arbeitsmarkt und das deutsche Rentensystem ist eine Verlängerung der Erwerbstätigkeit zu begrüßen. Den demografischen Wandel und den Renteneintritt von vielen älteren Arbeitnehmern spüren viele Betriebe in Deutschland bereits jetzt schon. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in vielen Firmen blicken mit Sorge auf den drohenden Fachkräftemangel, wenn die älteren Mitarbeiter ihre Erwerbstätigkeit beenden. Immer mehr Arbeitgeber versuchen mit flexiblen Arbeitszeiten und Prämien ihre Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Leider beenden heute viele Beschäftigte ihre Erwerbstätigkeit, obwohl sie noch weiter arbeiten wollten. Eins ist sicher, werte Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen die erprobte Erfahrung und das Wissen von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht verschwenden. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir den rechtlichen Rahmen für flexible Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand verbessern werden. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung haben wir in der Großen Koalition mit dem Gesetz zu Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung gemacht, das am 1.7.2014, also vor einem Jahr, in Kraft getreten ist. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich hier noch während der laufenden Arbeitsverhältnisse verständigen und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eben hinausschieben. Das ist insbesondere sehr sinnvoll, wenn noch kein Ersatz, zum Beispiel für den ausscheidenden Arbeitnehmer, gefunden wurde oder eine Nachwuchskraft noch nicht vorhanden oder eingearbeitet werden muss. Diese Änderung ist jedoch nicht ausreichend, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, denn es geht um mehr. Im Kern müssen wir den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern wirklich mehr Flexibilität ermöglichen. Die Arbeitsgruppe der Koalition befasst sich deshalb mit Fragen mit flexiblen Übergängen in die Rente. Dabei stellt sie sich vor allem die Frage, wie können wir vernünftige und einfache Anreize schaffen, um längeres Arbeiten attraktiver zu gestalten. In der Arbeitsgruppe widmen sich die Kollegen mit den Themen wie hinzu Verdienstgrenzen, Arbeitgeberbeiträgen und bis hin zur Reha-Budget. Erfreulich ist, dass wir fraktionsübergreifend die Überzeugung teilen, dass das Weiterarbeiten von Beschäftigten jenseits des Rentenniveaus nicht finanziell bestraft werden darf. Deshalb begrüße ich grundsätzlich die Überlegungen, die Hinzuverdienstgrenze für Vollrenten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze zu erhöhen. Welcher Betrag statt der derzeitigen 450 Euro sinnvoll ist, wird noch diskutiert. Es ist sicher eine gute Idee, sich hier an der Gleitzone zu organisieren und sie bei 850 Euro, um eine Hausnummer zu nennen, festzulegen. Mit der Teilrente könnte auch ein einfacheres Anrechnungsmodell übrigens auch verbunden werden. Ganz abschaffen, werte Kolleginnen und Kollegen, sollten wir die Hinzuverdienstgrenzen jedoch nicht. Wir müssen hier genau abwägen,
um eine Frühverrentungswelle zu vermeiden. Dabei sollten wir vor allem klare und einfache Lösungen finden, um den bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Auch sollten wir darüber diskutieren, ob die gezahlten Arbeitsbeiträge für Rentenhöhen die Auswirkungen haben sollten. Mit diesen Ideen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, können wir längeres Arbeiten attraktiver gestalten und Anreize schaffen. In Ihrem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, fordern Sie, die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmer deutlich zu verbessern, bringen auch eine Anti-Stress-Verordnung ins Spiel. Natürlich obliegt es der Politik, den Sozialpartnern, den Betrieben, die Arbeitswelt altersgerecht anzupassen. Dementsprechend altersgerechte Arbeitsplätze, der Leistung entsprechende Arbeitsplätze. Grundsätzlich halte ich es für erstrebenswert, die Beschäftigungssituation für Beschäftigte aller Altersklassen zu verbessern. Ob tatsächlich eine Anti-Stress-Verordnung hilft, das ist zu bezweifeln. Ich sehe da schon Schwierigkeiten, allgemeingültige und rechtssichere Kriterien für unterschiedliche Beschäftigte und berufliche Tätigkeiten festzulegen. Ihr Konzept der Garantierente mit einem Mindestlohn von 850 Euro für Versicherte mit 30 Jahre oder mehr Versicherungsjahre halte ich für schwer finanzierbar. Auch lässt sich die Garantierente schwer mit dem Äquivalenzprinzip des deutschen Rentenversicherungssystems vereinbaren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Antrag, den zweiten Antrag, widmen Sie sich dem kommunalen Ehrenamt und den Aufwandsentschädigungen. Da möchte ich mich ganz kurz auseinandersetzen. Ohne ehrenamtliches Handeln sind wir uns einig, würde in vielen Bereichen des sozialen und politischen Lebens Stillstand herrschen. Menschen engagieren sich in den verschiedensten Vereinen, Sportvereinen, Feuerwehren, Kirchen, Parteien. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Ehrenamt schon immer einen hohen Stellenwert. Wir sprechen jedem Menschen hohe Anerkennung aus, der in seiner Freizeit Verantwortung für das Gemeinwesen übernimmt. Die Übergangsregelung für die kommunalen Ehrenbeamten haben wir bis 2017 verlängert. Ich halte Ihren Antrag zwar von der Idee für richtig, die Umsetzung würde aber zu einer Ungleichbehandlung führen. Wenn jeder so viel, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn jeder so viel hinzuverdienen kann, wie er früher netto verdient hat, führt das zu einer gravierenden Ungleichbehandlung zwischen den kommunalen Ehrenbeamten. Den Antrag halte ich nicht für zielführend und hilft auch nicht, das kommunale Ehrenamt dementsprechend dann zu stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße es, dass die Arbeitsgruppe der Großen Koalition sich zum flexiblen Renteneintritt weiter beraten und weiter austauschen wird. Wir sollten uns bei so einem wichtigen Thema ausreichend Zeit nehmen und keinen Schnellschuss riskieren. Die Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen lehnen wir daher ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die